Guten Morgen. So. Ich stelle mich mal kurz hier ab. Ich muss nämlich meine Tasche packen. Ich fahre jetzt zum Frauenarzt. Ich muss auf jeden Fall checken, ob ich einen Mundschutz habe. Sonst komme ich nicht in die Praxis rein. Ich hab's. Ganz wichtig. So, ich nehme die kleine Kamera mit Handy. Motorpass. Karte, ich muss dann zur Apotheke laufen und so diesen Zuckertest kaufen. Dass ich auf den Karte, was das ist. Autoschlüssel ist hoffentlich vorne. Mein Handy. Alle schlafen natürlich noch. Der Akku war leer. Ich habe ihn jetzt angesteckt. Ich kann mich aber erinnern, dass ich bei Lukas in der Schwangerschaft auch so einen erhöhten Zuckerwert hatte. Das weiß ich noch, weil ich danach nichts mehr oder ganz, ganz wenig Süßkram gegessen habe. Ja, das wird wahrscheinlich das gleiche sein wie beim letzten Mal. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei Leonie... Da war wahrscheinlich alles in Ordnung. Oder ich habe halt an dem Abend zu viel gegessen. Das kann auch sein. So, meinen Schlüssel habe ich hier. Okay, dann fahre ich mal los. So, ich bin angekommen. Übrigens ist die Frauenarztpraxis umgezogen und jetzt habe ich Parkplatz direkt vom Haus. Voll cool. Mein Mundschutz, genau. Jetzt darf ich das leckere Zeug trinken. Da freue ich mich schon drauf. Hoffentlich wird es nicht wieder schlecht wie beim letzten Mal. So, ich bin jetzt im Auto. Das war jetzt ein Akt, ich sag's euch. Also falls ihr diesen Zuckertest vor euch habt, schwanger seid, kann ich euch nur den Tipp geben, trinkt 2 Tage davor nur Wasser. Ich, Trottel, hab's natürlich nicht gemacht. Ja, jetzt musste ich 2 Stunden hier verbringen. Ohne Essen, ohne Trinken. Nur diesen Zuckertest und 3-mal Blutabnahme. Und ja, und jetzt bin ich noch zur Apotheke und habe diesen Test geholt. Weil vorhin die Apotheke noch zu war, so früh. Jetzt fahre ich nach Hause und esse irgendwas. Ich merke schon, es wird langsam schlechtes. So, ich bin wieder zu Hause, die Kleine freut sich, falls ich da bin. Ja, ich mache jetzt schnell ein Brot. Also falls kein Anruf von der Praxis mehr kommt, dann ist alles okay. Und falls sie anrufen, dann ist der Wert nicht so gut, dann muss ich zum Diabetologen. Ja, im schönsten Fall. Ich hoffe aber nicht. Lukas ist auch noch mal mit. Leonie hat alle Tomaten schon verputzt. So, jetzt geht es mir auf jeden Fall wieder gut. Bisschen was im Magen. Jetzt freue ich mich, die Küche auf das hier wischen und das abwaschen. Und ja, sonst macht es ja keiner, ne? Deswegen haben wir jetzt einen Putzplan. Der Putzplan ist übrigens oben, den zeige ich euch dann später. Den haben wir gestern zusammen oben noch gemacht. Ach so, ohne Hülle. Ohne Hülle, ja. Alle interessanten Menschen auf dieser Welt lassen ihr Handy nicht in der Hülle, weil sonst sieht man nicht die Farbe von dem Handy. Verstehst du? Mhm. Aber ich mache das immer, damit es noch aussieht nach 2 Jahren wie neu. Immer. Und dann Speiseplan wird es recycelt. Auf. Sprich, soll ich euch erzählen, wer was macht? Selina, Spülmaschine. Hallo. Lukas, Wohnzimmer und Treppe. Also so ein bisschen aufräumen halt. Wir hatten deine Haare heute gemacht. Das ganze Spielzeug halt. Das ist auch das Beste im Sturm gewesen. Ist ja gerade chaotisch oben, dass alles fertig ist. Genau, die Treppe halt muss jeden zweiten Tag gesaugt werden. Und der neue Sauger ist ja total leicht, deswegen kann es auch Lukas machen. Und ich wisch dann. Und Mama, Papa haben wir geschrieben. Alles, wie immer. Alles andere, Toiletten, Bad. Küche. Wir fahren jetzt zum DM. Wir brauchen nämlich ganz viele Sachen. Ich habe 7 Fachpunkte auf der Payback-Karte. Und dann fahren wir zu Mömax, da der Papa das jetzt wohl selber machen wird mit der Tapete. Er will heute oder morgen weitermachen und dann ist es ja schon fast fertig. Dann muss nur noch dieses Rauputzzeug drauf und dann wäre es ja vielleicht nächste Woche komplett fertig. Und dann Ach so, du hast Mömax gehört und dann sagst du Kuckuck, weil wir da immer Verstecken spielen.
Ja. Oh, die weiß Bescheid. Cool, Max, du kennst alle Regeln, ja? Ja. Ja, das stimmt überhaupt nicht. Kuckuck. Versteht alles. Nach dem Schrank gucken bei Müllmax, genau. Durcheinander. Ja, oder was auch? Zweitürig müsste sein, sonst passt er nicht rein. Ich glaube, ich habe da so einen gesehen, den wir schon haben, in zweitürig. Ich hoffe, das ist auch so. Achso, halt, ich habe ja meine Tasche. Nicht meinen Rucksack. So, genau, ich nehme die kleine Kamera mit. Ich filme ein bisschen mit im DM und Müllmax und dann sehen wir uns gleich. Ja? Ja, da sind Pimpans, genau. Ganz viele Pakete, gell, sind da. Guck mal. Holst du dir einen Wagen? Oh ja. Hier, guck mal. Die Schirme sind voll schön. Gell? So, aber langsam, okay? Warte. Warte, langsam. So. Süß. €9. Wolltest du nicht 8x4? Ist in der App reduziert? 20%. Ach so. Nichts mehr. Ausverkauft. Nee, das nimmt der Papa nicht. Wir nehmen dann Papa ein anderes. Vielleicht ist da so ein extra Stand aufgebaut. Oder auch nicht. Nee, nee, nimm das für dich. Für den Papa? Ja. Wir sind gerade in der Fundgrube. Bei Müllmax. Gehen die nicht da hoch. Komm runter. Schnell runter. Willst du einen Schminktisch haben? Ja? Hier ist auf jeden Fall unser Schrank. Dreitürig. Ich dachte, ich habe einen zweitürigen gesehen. Nee. Tschüss. Leonie will einen AMG. Aber das sind Hartplastereifen, wir wollen Vollgummireifen. Jetzt haben wir einen Schrank ausgesucht und haben es vergessen zu zeigen. Aber der Schrank kommt erst in 2 Wochen, ist zum Abholen. Also seht ihr dann, in 2 Wochen ist es für den Schrank. Ist so ähnlich wie unser jetziger Schrank im Schlafzimmer, halt nur zweitürig. Nein. Nur andere Griffe, aber das ist ja nicht so schlimm. Hier, dein Spiegel musst du richtig machen. So, jetzt gucken wir nach einem Stuhl für die Selina. Ihr Stuhl schält sich nämlich. Die hat so einen von Ikea, so einen Fake-Ledersitz und der schält sich, also das Leder geht ab. Die hat alles am Rücken immer. Deswegen braucht sie einen neuen Stuhl. Ja? Ich glaube, sie kommt nicht alleine raus, oder? Kommen sie nicht mehr raus? Ach, du willst anmachen? Ja, sie will fahren. Nicht, dass das losfährt. Das kann nicht losfahren. Das ist nicht mal geladen. Wahrscheinlich ist das Batterie raus. Was gibt's hier? Für Stühle. Nicht so schwer. Und was mit Rollen wollte sie haben? So, wir sind zu Hause. Sie hat schon mal die Nudeln reingemacht und die Wurzeln geschnitten. Perfekt. Ich schneide die Zwiebel gleich dazu. Können wir Mittagessen machen. Wir haben nämlich alle Hunger. Es ist schon... Oh, 2:30 schon. Noch schnell drauf gedrückt.
Tisch, Zebra, Toilettenpapier, Windeln mitgenommen. Was ist da? Ja, wir essen gleich. Gleich ist Essen fertig. Ich hab Slip-Einlagen. Always. Verschiedene Seiten. Was haben wir vergessen? Zahncreme. Ja, das. Ja, wo alles wir schon bezahlt haben. Egal. Eine Tube haben wir noch, eine große. Ich habe verschiedene Seifen, die dann hier im Spiegel. Rasierer, zweimal Vanille haben wir mitgenommen. Einmal blau. Einmal gelb. Was machst du? Da kommt doch nichts raus. Hast du das mitgenommen? Was anderes mal? Ja, das riecht auch gut. Ich glaube, das kann Selina auch mitbenutzen. Guck mal. Hat das Auto danach gerochen? Das riecht gut. Na, zeig mal. Mm, das riecht echt gut. Mhm. Sonst nimmt er immer das. Ja, ich nehme das, ja. Das aber das riecht gut. Besser. Das ist weiß Ruhe! Ich lasse keine Kritik zu. Na, egal, ich nehme auch Männer. So, denn wo steht das? Wo steht das? Ich hasse dieses Gender, ja? Das ist reich wurscht. Ja, hier steht aber, nämlich nicht exklusiv für Frauen. Hm. Es ist vegan übrigens, nur mal so. So, machen wir alles auf das die Treppe. Das ist kein Tier gestorben, wenn ich das richtig verstehe. So soll es auch sein. Das kommt hoch. Mittlerweile 16 Uhr. Das muss ich noch wegräumen. Komm, wir gucken, was der Papa macht. Papa und Selina installieren eine Überwachungskamera hier an der Tür, also am Eingang. Das ist nämlich richtig cool, wenn man nicht zu Hause ist, dann überträgt es sofort, sobald sich jemand bewegt, aufs Handy. Dann kriegt man eine Nachricht und sofort ein Foto, ein Live-Foto. Und dann kann man gucken, wer da ist. Das ist richtig cool. Ja. Du musst noch baden, gell? Danach lassen wir Wasser rein. Warte kurz. Mal langsam. Wasser. Genau. Ah, Papa hat die Leiter geholt. 6er-Dübel. Lula. Du hast keine Schuhe. Das ist ein 10er. Das ist ein. Ach, mit Bohrmaschine. Guck mal. Das ist ein. Das gehört Lina. 8er. Oh nein. Da drauf. Hier ist ein 6er. Das schmeckt lecker, gell? Leonie schmeckt feige. Aber Leonie schmeckt alles. Mama auch. Mmh, lecker. Pfeffer. Ja. Juhu! Jetzt können wir das Auto verkaufen, das alte. Oh, was ist denn hier passiert? Was? Oh, Vorsicht. Okay. Ja gut, dann haben wir das. So, fleißig gewesen heute. Willst du mal, hast du dein Handy hier? Ja. Zeig mal die coolen Fotos von der Überwachungskamera. Hast du da einen Link dazu, zu der Kamera? Kann ich geben, ja. Also wer also eine Kamera nicht vergessen. Für kleines Budget und ja. Heute sage, ist das ja wichtig. Und die Qualität von den Bildern ist perfekt, also Moment. Wie mit dem Handy auch. Die Martha hat jetzt ungefähr eine halbe Stunde mit mir da draußen gearbeitet und das ist das Ergebnis. Jeder Schritt wurde aufgenommen, dokumentiert, Bewegungserkennung. Kann man das groß machen? Ja, ja. Man bekommt dann eine Nachricht. Cool. Und das ist jetzt ohne Licht, das ist nur das Tageslicht. Ja, was man sieht ja, hier. Ja, zeigt nicht unseren Müll hier. Ja. Ja. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Was macht Leonie schon wieder? Er nimmt auch die gesamte Fettheit meines Körpers wahr. Selina macht irgendwelche Figuren hin, dann sieht aus, als hätte eine Krone auf dem Kopf. Ja, und das ist also wirklich top, muss man sagen. Wir verlinken es euch, wenn ich nicht vergesse. Und einfach zu installieren. Pappe hast du jetzt im Auto, gell? Ja. Super. Hier, weil vor der Haustür war... Hört ihr mich? Machst du mir die App auch drauf, bitte? Ja, mach ich. Leonie, mach zu. Leonie, komm. Papa weggefahren, das installiert. Nee. Morgen macht er Tapete weiter. Was haben wir noch erledigt heute? Genau, die Lampen, die im Flur nicht gehen, die drei. Hat es versucht auszuwechseln. Alle drei gehen nicht, weil die wahrscheinlich verbunden sind. Ja, die sind in Reihe geschaltet mit einem Trafo. Und wenn der Trafo in der Decke liegt, kaputt ist zum Beispiel. Oder es kann ja auch sein, dass da irgendein Viech langläuft, was das Kabel anknabbert. Kann ja sein. Oder es ist marode geworden, ich weiß nicht von wann das ist. Alle drei auf einmal kaputt. Ja, dann sind die in Reihe geschaltet. Das heißt, wenn eins nicht funktioniert, funktioniert gar nichts. So, da gehe ich mal davon aus. Also müssen wir einen Elektriker. Ja, dein Schwiegervater, dein Dingsstruggler. Muss ich mal fragen. Komm, sie schiebt mich. Was soll ich denn machen? Ja, und dann stehe ich in der Küche und jetzt? Jetzt wieder schieben, ja? Und jetzt soll ich tun, was macht sie? Sehe ich aus wie ein Schwerlasttransporter oder wie? Was soll ich jetzt machen?
Also soll es im Bonbon gehen, Bonbon, deswegen schiebt sie sich da hin. Irgendwas wollte ich euch erzählen. Oh Gott, ey. So viele Sachen. Genau, das rote kleine Auto verkaufen wir jetzt, das alte. Das wird dann morgen geputzt. Ja, was heißt verkaufen? Wir müssen es fast verschenken. Ja. Wir wissen halt nicht, ob das noch über... Ja, genau. Müssen wir mal gucken. Das braucht 3 Monate, glaube ich. Und ich habe noch einen Link in der Infobox für euch. Das kannst du doch nicht haben. Nein, das ist kaufen. Das ist... Nein, Schatz, das nicht. Ich habe einen Link in der Infobox und ich mache ihn euch rein von meinem Punkt. Die haben nämlich 40% auf Ketten, aber wenn ihr das Video seht, ist das 2. September, also nur an dem Tag bis 0 Uhr. Also bis morgen. Ja, also nur bis 0 Uhr am 2. Oder ist das groß? Nein, Schatz, das willst du ihr geben. Nicht für sie. Mama schneidet den Apfel. Oh, Mama schneidet Apfel schnell. Ich esse nämlich auch noch einen Apfel heute. Oh, jetzt willst du wieder. Komm, Mama schneidet Apfel. Ihr Lieben, ich würde mich dann von euch verabschieden. Fenster ist offen, wir schreien hier rum. Verabschiedet sich auch von mir. Wir danken euch fürs Zuschauen. Morgen wollen wir in die Stadt. Ja. Selina braucht was. Sie hat nämlich einen Gutschein zum Geburtstag. Ach komm, hey, ja. Komm. Ja, dann mach ich später. Und ja, wir wahrscheinlich ein Eis essen. Zeit, gell? Und jetzt darfst du das nicht essen. Ich mach mal schon den Apfel. Dankeschön fürs Zuschauen und bis morgen. Das ist eigentlich ein Apfel, weißt du?